Liebe Bürger, herzliches Grüß Gott aus unserem Rosenheimer Bürgerbüro zum heutigen Vorherbstfest-Talkrunde. Wir begrüßen vor allem unseren Ehrengast, muss ich schon sagen, Laila Bilge aus Berlin. Und zur Linken natürlich unser bekannter Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Andi Wienhardt. Und nochmal zu meiner Linken Andi Kohlberger, Stadtrat, Fraktionsvorsitzender aus Rosenheim. Heute zur aktuellen Situation. Wie siehst du die Situation für die Bürger, was sie an einem, ich würde schon was sagen, an einem Orkan heraufzieht, wie die Bürger betroffen sind von diesen ganzen irrsinnigen Auswüchsen, die die Regierung verursacht hat? Naja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer wieder hier im wunderschönen Bayern zu sein, vor allem bei euch im Kreisverband in Rosenheim. Und das letzte Mal, als ich hier war, war glaube ich 2017. Und ich meine, dass ich genau diese Situation hervorgesagt habe oder beziehungsweise, dass wir das ja geahnt haben, dass genau das passiert. Und eigentlich konnten wir ganz viele Sachen, die jetzt geschehen, gar nicht aussprechen. Oder wir haben uns gar nicht getraut, das auszusprechen, weil wir eigentlich dann als Verschwörungstheoretiker galten wir ja sowieso. Aber gewisse Sachen, die jetzt eingetroffen sind, das hätten wir, glaube ich, so in dieser Form, in diesem Ausmaß, vor allem auch, dass es so publik und öffentlich wird, dass es, also jetzt machen ja gar keinen Hehl daraus. Das ist eigentlich dieses Gefährliche da dran und der Bürger schaut einfach zu. Und ich finde, man kann jetzt heute auch gar nicht mehr sagen, wie vor 5 Jahren, dass ja quasi hier den Bürgern etwas vorenthalten wurde, weil mittlerweile quasi alle Medien darüber berichten und auch die Regierung oder die Politiker, die in der Regierung sitzen, auch gar keinen Hehl daraus machen, eigentlich immer voraussagen, was sie vorhaben. Und das finde ich eigentlich so traurig, dass unsere Gesellschaft das vollkommen einfach wie Lämmer über sich ergehen lassen. Ja, Stichwort Lämmer. Wir haben ja auch einen heißen Herbst vorbereitet. Andi, du warst aus dem Landtag. Wir waren immer schon die Vorreiter. Wie siehst das du auch vielleicht hinsichtlich der Corona-Beschränkungen, die auch wieder im Raum stehen? Was sagst du dazu? Was erblüht uns im Herbst? Wir kämpfen an allen Fronten, da ist ja die Frage, was den anderen blüht von uns aus. Ja? Natürlich sind die Bürger stark betroffen, wenn es wieder losgeht mit der Maskenpflicht. Keiner hat Verständnis, wenn ein Herr Habeck nach Kanada fliegt und keine Maske tragen muss. Aber wenn man von Berlin nach München fliegt, dann muss man eine Maske tragen, total irrsinnig. Wir haben vom Kreisverband einige Aktionen geplant, jetzt im Herbst unter dem Motto, jetzt reicht's, da geht's dann los, mit Infoständen, mit 2 Großdemonstrationen hier in Rosenheim, und wir werden der lokalen Politik, die ja alles sehr Corona-hörig ist, ordentlich einheizen. Wir werden aber auch beispielsweise im Kreistag hier entsprechende Anträge stellen. Erstens, dass die zu Unrecht Vereinen vernommenen Corona-bedingten Bußgelder wieder zurückgezahlt werden, weil bayerische Gerichte haben festgestellt, dass bayerische Maßnahmen eben nicht juristisch haltbar sind. Das andere ist, wir wollen mal wissen, wie der Landkreis oder wie unsere Region überhaupt auf einen Blackout, auf den ganzen Gasnotstand vorbereitet ist. Auch da versucht man uns jetzt schon, soweit wir das wissen, wahrscheinlich klein zu halten, aber wir werden darüber sprechen müssen. Und das sind ja gerade die Probleme, die die Bürger jetzt hier auch in der Region bewegen. Vor allem auch die Wirtschaft. Es geht morgen als Herbstfest los. Ja? Auch eine Brauerei braucht Gas zum Heizen. Ja, Andi Kohlberger, du als Stadtrat, unser Lokalmatador da in Rosenheim, wie empfindest du das Klima? Sind wir nicht irgendwo die einsamen Rufer in der Wüste gewesen, die wo jetzt sozusagen leider für die Bürger tragisch gehört werden? Ja, Franz, da hast du vollkommen recht. Ich bin ja sehr viel unterwegs in der Stadt, ich treffe mich mit sehr vielen Bürgern, oder so jetzt im Sommer mit den ganzen neuen Festen, die jetzt wieder gestartet sind. Und da sagen sehr, sehr viele Bürger, dass sie völlig unzufrieden sind. Auch die, die jetzt diese Regierung gewählt haben, die Roten und die Grünen Wähler, die haben auch gesagt, es reicht langsam. Ich hoffe auf eine große Wende. Ich hoffe auf eine friedliche große Wende. Und und dass auch die restlichen Bürger ein bisschen einsichtig werden, dass wir eigentlich immer schon Recht gehabt haben mit dem, was wir ausgesagt haben. Und da brauchen wir uns nicht davor verstecken. Wir haben schon immer die Wahl gesagt, wir werden immer bei der Wahl bleiben. Danke dir, liebe Laila. In Berlin, wie ist im Alltagsbetrieb in Berlin das zu bewerten, dass der Herr Lindner vorher mehr oder weniger groß getönt hat, ob jetzt das Freiheitsgedanken sind, Stichwort Freiheit. Siehst du die Freiheit in Deutschland noch gewährleistet?
Nein, unsere Politiker sind ja sowas von abgehoben und die FDP sowieso. Wir haben ja vorher schon gesagt, das sind ja die Umkipper schlechthin und das zeigt sich jetzt auch wieder. Vor allen Dingen, Herr Lindner hat vollkommen die Bodenhaftung verloren. Die ganzen Mitglieder dieser freiheitlichen Partei haben vollkommen die Bodenhaftung verloren. Wenn wir jetzt allein schon, wenn wir jetzt über Ukraine oder über Corona reden, was sie vorher den Bürgern quasi zugesagt haben und im Endeffekt, wie sie abgestimmt haben. Das sind ja alles offizielle Abstimmungen. Das heißt, man kann ja ganz einfach auf den Bundestagsseiten gehen und schauen, wie diese Abgeordneten quasi abgestimmt haben. Und dann sieht man das. Also, was ich gerade auch vorhin gesagt habe, es ist halt nichts mehr hinter der Blume versteckt oder es wird nichts mehr durch die Blume gesagt. Also wir haben hier eigentlich vollkommen geisteskranke in der Regierung sitzen, Menschen, die überhaupt nicht wissen, was sie tun, also überhaupt keine Ahnung von diesen Themen haben, die sie quasi bearbeiten müssen, ob jetzt hier der Özdemir quasi, der Minister jetzt hier in, für, ist der für Baden-Württemberg? Özdemir oder ist er für Baden-Württemberg? Das ist für Baden-Württemberg. Für Agrar, niemand von dem hat Ahnung. Quasi für die Bereiche, die sie platziert wurden. Und genau deswegen haben wir ja auch dieses Ausmaß. Das ist ja eigentlich das Geisteskranke. Aber was mir eigentlich auch noch mehr Sorgen macht, ist, wir haben einen halben Kindergarten im Bundestag. Also wir haben 22-Jährige, wir haben 23-Jährige, wir haben 24-Jährige, die haben im Leben nicht gearbeitet. Okay, die anderen Regierungsmitglieder oder die Mehrheit von denen hat vorher auch nicht gearbeitet, also nicht in der freien Wirtschaft, auch keine, haben auch nicht wirklich Steuern gezahlt, sondern sind immer in der Politik gewesen, deswegen tut sich da jetzt nicht viel. Aber wenn man so eine Regierung hat, dann bleibt das, was jetzt gerade passiert, nicht aus. Und ich hoffe, wir sehen ja, wir haben jetzt zwischen 13% und 14% jetzt zugelegt. Viele Bürger, die jetzt die Regierung gewählt haben, sagen, dass sie die nicht mehr wählen würden. Ich hoffe, das bleibt dann auch dabei, weil die Regierung, also das deutsche Volk ist ja sehr, wie soll ich sagen, also sie ertragen sehr viel, ja, sehr, sehr viel. Und da braucht man nur so ein Krümelbrötchen hinzuschmeißen und dann heißt es, naja, sie haben doch wenigstens etwas für uns getan, ja. Jetzt Gas, sollen ja irgendwelche, oder Corona, da gab es dann Zuschüsse. Und das Problem, was wir aber haben, dass die Menschen, die arbeiten gehen, die kriegen ja gar keine Erleichterung. Das sind ja immer diejenigen, die sowieso nicht arbeiten gehen, die sowieso quasi eine Last für den Steuerzahler sind. Und derjenige, der arbeitet, dem soll das Auto weggenommen werden, der kann sein Gas nicht mehr bezahlen. Wir haben zum Beispiel in Sachsen, hat mir eine Familie erzählt, die haben Gas bestellt und das ist ein Familienhaus, bezahlt jetzt in Sachsen 5000 Euro mehr als vorher. Das muss man erstmal aufbringen. Diese Summe muss man erstmal aufbringen. Ja? Als Familienmensch, als jemand, der jahrzehntelang quasi gearbeitet hat und hart das Haus abgearbeitet hat, der kann nun nicht mal eben 5000 Euro aus dem Portemonnaie ziehen und das einfach auf den Tisch legen und sagen: So, jetzt bezahle ich meine Gasrechnung. Ja, und es wird natürlich noch schwieriger und was jetzt gerade ist, aber mir fehlt einfach, man sieht es an allen Ecken, brennt es ja eigentlich, wirklich an allen Ecken. Wir haben Geisteskranke, die sich auf den Autobahnen festkleben, dann haben wir welche, die Regie, also die Ministerien stürmen und dann da Kot an die Wände schmieren oder Blut an die Wände schmieren, da passiert überhaupt nichts. Also man lässt ja wirklich diese Irren gewähren und Menschen, die klar bei Verstand sind oder einfach nur Normalität haben wollen, die werden diffamiert, die werden diskriminiert, die werden mit Bußgeldern belegt, jetzt eben halt auch von unserer Polizei, von unseren Ordnungsämtern. Und ich habe echt Sorge, das haben wir ja schon früher gesagt, dass es irgendwann zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt, weil wenn jemand sein Gas oder nicht mehr bezahlen kann, kein warmes Dach mehr über dem Kopf hat, oder wir befinden uns, das muss man sich mal vorstellen, wir befinden uns in einer Phase, wo Menschen den Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können. Also die normalen und wirklich notwendigen Lebensmittel, das können sich die Bürger nicht mehr leisten. So, und wo soll das denn bitte hinführen? Also diese Regierung arbeitet dieses Land wirklich in ein drittes Weltland. Und das ist traurig und deswegen ist es auch gut, dass es uns gibt. Es ist gut, dass wir in allen Parlamenten vertreten sind. Und wir werden selbstverständlich weiter die Wahrheit sagen und auch klar sprechen. Und ich bin mir sicher, auch wenn es noch nicht alle verstanden haben, dass es aber irgendwann mal eine Kehrtwende gibt und die Menschen dann eben halt auch massenhaft zur AfD rüberlaufen. Das ist ein gutes Stichwort. Freiheit, aber auch die Einschränkungen, die Leila jetzt hat hier mit Energiepolitik angesprochen hat,
Du bist ja im Landwirtschaftsausschuss. Die Leute zahlen jetzt für die Lebensmittel enorme Summen mehr. Die Familien, das ist ja immer wieder, sind gefährdet, dass sie ihren Lebensunterhalt aufbringen können. Wie siehst du das hinsichtlich Lebensunterhalt bestreiten und auch Inflation? Wo siehst du hier das Handeln für notwendig? Gut, wenn wir den Blick auf die Landwirtschaft richten, dann muss man einfach feststellen, dass es ja für unsere Landwirte aufgrund der jetzt erhöhten Lebensmittelpreise eine besser wird. Das kommt ja kein Cent mehr bei denen an, vielleicht anteilig, ja, aber das frisst die Inflation auch wieder auf, weil die müssen ja beispielsweise Düngemittel kaufen. Der Düngemittelmarkt geht komplett durch die Decke. Natürlich haben landwirtschaftliche Betriebe hohe Spritkosten beispielsweise, wenn es um Diesel geht und sowas. Ja. Das heißt, für die wird es ja kein bisschen besser. Also die Versorgungslage ist nicht gut und der Lebensstandard, den wir gewohnt sind, das ist natürlich mit deutschen Produkten alleine nicht zu machen. Ja. Wer möchte denn im Winter auf Tomaten verzichten beispielsweise oder ja, gut, klassisch Bananen, Ananas und so weiter. Ja, das kommt natürlich von draußen. Das heißt, wir werden hier, wenn es zu Lieferengpässen kommt, wenn es zum Blackout kommt und so weiter, natürlich große Probleme bekommen. Jetzt mit der Inflation, wir merken doch jetzt schon, dass die Leute ihr Verbraucherverhalten komplett umstellen. Ja, wir haben die durchschnittliche Familie, die jetzt nicht weiß, wie viel Gasumlage kommt, wie viel Mieterhöhung kommt vielleicht durch die Nebenkosten. Ja. Und die legen natürlich Geld zurück. Das heißt, die gehen nicht mehr in den Bioladen, die gehen nicht mehr regionale Produkte kaufen, sondern die schauen noch viel mehr auf den Preis als vorher. Das heißt, eigentlich hat sich für also die Sache mit der Landwirtschaft angesprochen hast, die Sache eigentlich nur augenblicklich oder ja, augenscheinlich für die Landwirtschaft ein bisschen verbessert, weil jetzt ein bisschen mehr Wertigkeit in Lebensmitteln ist. Aber der Verbraucher macht genau das Gegenteil. Der Verbraucher schaut jetzt auf den Geldbeutel ganz genau und überlegt sich, kaufe ich jetzt die Butter für 3,20 € oder für 2,60 €. Ja, darunter gibt es ja schon fast nichts mehr, das muss man aussehen. Ja. Und genauso werden wir sehen, in der Gastronomie mal wieder essen gehen, überlegt man sich vielleicht als Familie, auch als Single, ja, oder als Pärchen oder wie man heute auch immer lebt, die Rentner sowieso. Ja. Und von dem her wird das große Auswirkungen haben, weil Inflation bringt immer Verunsicherung mit sich. Und diese Verunsicherung ist genau das, was wir jetzt in der Krise nicht brauchen. Wir bräuchten genau jetzt Stabilität und das bietet die Regierung nicht. Das würde aber die Politik der AfD bieten. Lieber Andi, der Zweite in der Runde. Du bist ja heute einmal angefragt worden von einer örtlichen Zeitung zur Energiepolitik. Wir stehen die AfD oder du als Stadtratsfraktionsvorsitzender, wie siehst du die Energiepolitik? Ja, ich habe der Dame von UVP natürlich geantwortet und mit den Worten, dass wir, oder ich habe jetzt von mir gesprochen, dass ich immer schon sehr sparsam mit den Ressourcen bin und dass das keine Erfindung der Grünen ist. Wenn man ein bisschen das Hirn erscheut, dann sucht man sich den leichteren Weg aus dem Kfz oder man macht die Photovoltaikanlage aufs Dach drauf, das ist überhaupt keine Erfindung von den Grünen. Genauso ist es mit vielen anderen Sachen, die Grünen jetzt massenhaft auf Zwang setzen. Das hat der Bürger schon vorher kennt und gemacht und ich denke mal mit Vernunft und mit einem gescheiten Verstand macht man das von Haus aus und da braucht man wirklich die Politik der Grünen nicht dazu. Ja, kommen wir zur Schlussrunde. Die Zeit drängt, weil wir haben ja dann einen offiziellen Anstich sozusagen durch den Andi diesmal. Hofft man, dass nicht zu viel rumspritzt sozusagen. Okay. Wo sehen wir die Zukunft der AfD im Vergleich zu unseren europäischen Schwesterparteien? Können wir von den anderen Parteien was lernen? Zum Beispiel FPÖ sind wir ja durchaus gut verbandelt oder Rassemblement. In Frankreich, wo die Marie Le Pen einen riesigen Erfolg geholt hat, mit 89 Direktmandate statt 8, muss man erst einmal erholen. Also es ist ein Riesenerfolg. Wie seht ihr das also als Schlussstatement? Wo ist die Zukunft der AfD im Vergleich jetzt zu diesen beiden genannten Parteien? Also ich liebe den Spruch, AfD gekommen, um zu bleiben und wir sind tatsächlich gekommen, um zu bleiben und wir sehen einfach, wir sind nicht mehr wegzudenken. Man hat uns ja unterstellt, es ist eine Themenpartei
Und die machen eine Legislatur im Bundestag und dann fahren sie unter die 5%. Ist Gott sei Dank nicht so und wir haben uns auch immer weiter gefestigt, auch vor allem bei den Kritikern, muss man dazu sagen. Ne? Man hat anfangs ja Protestwähler und die wählen dann, wenn man zur zweiten Legislatur dann einziehen möchte, dann vielleicht nicht mehr, weil die dann eben halt Protestwähler sind halt immer unsicher. So. Aber Stammwähler quasi, die wir ja dann über die letzten 9 Jahre fast also gehalten haben, die dann über diesen Zeitraum zu halten und dann weiterhin in fast allen Parlamenten zu sitzen, nach so einer kurzen Zeit, ey, das ist phänomenal. Also das, was die AfD sowieso geschaffen hat, das gibt es in der Geschichte Deutschlands in der Form nicht. Und deswegen spricht alles für uns und die Sonne scheint eigentlich auf unser Logo und auf uns. Und wir können eigentlich froh sein, obwohl die Themen natürlich gerade sehr schwierig sind, aber in Bezug auf die Zukunft unserer Partei, die sieht sehr rosig aus. Andi? Ich denke auch, dass wir in gute Zeiten für die Partei gehen. Ich denke, dass immer mehr Leute erkennen, dass wir nicht nur Protest sind oder gegen sind. Klar, gegen das, was die letzten Jahre gelaufen ist. Corona-Maßnahmen, Zuwanderung, jetzt das Energie- und Ukraine-Chaos. Kann man nur dagegen sein, ist klar. Aber wir mit jeder Landtagswahl, mit jedem Auftritt von unseren entsprechenden Parlamenten schärfen wir unsere Profile auch mit Sachen, wo wir ein positives Bild geben, ein Themen setzen, ja, wo die anderen noch gar nicht drüber nachgedacht haben. Wir werden auch immer mehr Innovationstreiber, wenn man sich anschaut, was wir an neuen Anträgen in den Landtag eingebracht haben, beispielsweise, wo zuvor ja keiner sich darum gekümmert hat. Oder wenn die Grünen und die Roten immer wieder ihre alten Sachen von vor 7, 8 Jahren wieder auspacken. Also wir sind Innovationstreiber, das muss man ganz klar sagen, für die bayerische Politik auf jeden Fall, für den Bund genauso. Wir haben ein klares Profil mittlerweile herausgearbeitet als bürgerlich-konservative Partei, allen Unkenrufen von diesem Böse und Rechts zu trotz. Ja, der Bürger erkennt es mehr und mehr. Und ich denke, dass man mit einer vom Grundsatz her kritischen Haltung gegenüber dem, was da in Berlin passiert, weitermachen sollten, aber auch nicht vergessen sollten, dass wir weiterhin die Impulse setzen, dass wir unser Land voranbringen und Wohlstand erhalten. Andi? Ja, es ist schon fast dran, wenn man nicht so sagen muss, aber durch diese miserable Politik der Bundesregierung, die treiben ja die Bürger direkt in unsere Richtung. Die treiben die Bürger zum Blauwählen, zur AfD. Es ist traurig, aber für uns ist es ein Glücksfall und ich hoffe, der Bürger wacht noch mehr auf, dass wir mehr Stimmen bekommen und das Land wieder retten können. Aus meiner Sicht steht für die AfD der Spruch ganz klar zur Debatte: Renationalisierung durch Regionalisierung statt Globalisierung. Und da ist eigentlich alles enthalten. Wir wollen wieder zurück zur Heimat, zur regionalen Produktion, dass wir selbst alles in Deutschland oder zumindest in Europa herstellen können, was wir zum Leben brauchen. Auch in deinem Sektor Arzneimittel haben wir da viele Anträge gestellt. Und auch in Lieferketten-Thematik. Wir haben eigentlich schon jahrelang einen Ausverkauf der deutschen Industrie. Dem muss Einhalt geboten werden. Und früher waren diese Begriffe, die ich vorher genannt habe, verbrämt. Und jetzt kommen immer mehr Leute auf uns zu. Und wir freuen uns auf den Zuspruch. Wir werden als AfD einen heißen Herbst den anderen Altparteien bereiten. Herzlichen Dank. Dankeschön.